Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein und wir sind hier zurück in dieser unübersichtlichen Situation. Im Krieg gegen die Uisugis sind die Uisugis jetzt völlig auseinandergebrochen. Eigentlich sind nur noch zwei Provinzen übrig, hier unten und da. Die eine belagern wir, die andere wird noch gar nicht belagert. Es gibt einen Bürgerkriegsclan, Uisui. Die sind vielleicht noch interessant als möglichen Kriegsgegner. Bisher sind wir im Frieden. Und ansonsten gibt es die sehr große Nagao-Fraktion und die Mariazu-Fraktion, die hier noch in der Nähe ist. Und die Nagaos sollte man jetzt auch nicht unterschätzen, denn sie sind jetzt wirklich auch mit niemandem sonst im Krieg. Da muss man natürlich jetzt aufpassen, während gegen die Uisugis zuletzt, da waren diverse Fraktionen im Krieg. Insofern darf man sich jetzt hier nicht übernehmen. So, hier oben müssen wir noch 4500 Shintoisten erledigen, aber das dauert noch einen Augenblick. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall noch diesen Ninja-Söldner, mit dem ich nicht so richtig weiß, was ich tun will. Diese Geschichte mit dem Ermorden lasse ich erstmal, hat ja auch sowieso bisher nichts gebracht. Wir werden nochmal diese Beziehung zwischen Provinzherrscher und Tempel. Ich weiß nicht, ob das additiv ist, wir versuchen es einfach. Mal gucken, ob wir noch ihn minus 5 weiter runterholen können. So, ansonsten habe ich hier noch eine Armee gefunden, die da eigentlich nicht hingehört. die können wir erstmal wieder zurückholen. Sammeln wir jetzt mal unsere versprengten Truppen hier in Yuki. Und dann haben wir hier eine große Armee. 10.400. Mit an der Spitze Nanbo Muninori, unser Clanführer. Und mit dem werden wir jetzt hier gegen diese 7.000 Mann in Ibaraki marschieren. Und ich hoffe, das wird genügen, um die zu besiegen. Hier sind ja schon 10.000 Befreundete, die die Belagerung durchführen. Hier sind wir. Ja, der Rest sollte eigentlich kein Problem sein. Mal gucken. Da ist die Provinz schon gefallen. Das geht ja wahnsinnig schnell. Jetzt kommt es zur Schlacht. 10.000 gegen 6.000. Ja. Und der Gegner ist auch kein überragender Herrführer. Nein, Kriegskunst 6. Also das ist kein Ding, würde ich mal sagen. Allerdings verlieren wir natürlich wieder viele Truppen. Wir wurden von einem Nanbu-Clan angegriffen, sehe ich gerade. Und zwar Uisugi. Na, das sind so die letzten Zuckungen der Uisugis. Daimyos haben wir leider nicht. Deswegen kann ich auch in der Hinsicht nichts versprechen. So, und die Armee des Gegners ist jetzt völlig besiegt. Wir haben 4.000, der Gegner 6.000 verloren. Ja, doch eine stolze Zahl an Soldaten, die dahin sind. Okay, ich glaube, wir brauchen hier im Norden gar nichts weiter tun. Die Hatas werden bald Geschichte sein. Das werden unsere Ninja-Angriffe. Ja, ja, klar. Das werden unsere Freunde, Verbündeten da erledigen. Insofern ist die Frage, ob wir nicht tatsächlich jetzt einfach mal dem nächsten Clan, diesem hier, wo ist hier der Uisui Uisugi, ob wir den nicht jetzt direkt auch den Krieg erklären. Denn das Schöne ist, sie haben Geiseln, Austausch mit Nagao, die können denen nicht den Krieg erklären. Insofern können die sich davon nichts abholen. Ich denke, das tun wir jetzt. Wir haben frei verfügbare Armeen. Das sollten wir tun. Okay. Dann nicht lang schnacken, Diplomatie ansehen, Krieg erklären. Boah, das kostet aber viel. Ach so, weil wir Armeen auf ihrem Territorium haben. Das wollen wir natürlich nicht. Das warten wir dann nochmal ab, bis die da weg sind. 25 Ehre ist doch zu viel, dass wir... Oh, Kodama ist auch schon gefallen. Sehr schön. Und die Fraktionsbeziehungen sind schon wieder geschädigt worden. Boah, jetzt gibt es aber noch 9 Christen. Und die haben auch nur... Ah ja, auf jeden Fall ist das additiv. Das ist gut. Aber wir sind schon wieder zurückgefallen. Ich verstehe nicht, wie die Hingabe genau berechnet wird. Habe ich überhaupt keine Ahnung. Also wenn ihr das wisst, es hat definitiv nichts mit dem gebauten Tempel zu tun. Das muss irgendwie ein anderer Faktor sein. Keine Ahnung, wie wir die christliche Hingabe steigern können. So, was ist hier? Unsere nach Nanbu Muninori entsandten Ninjas konnten ihren Auftrag zwar erfüllen, wurden aber kurz darauf gefangen.
Ja, okay, wir verlieren Ehre nach dieser Aktion. Ronin wollen wir nicht. Die Armee fassen wir zusammen und wir müssen auch hier, glaube ich, nochmal im Felde ein bisschen auflösen. Ich habe da schon wieder so eine kleine Fitzelarmeen gesehen. So, wir haben jetzt 22 ausgehoben. Das muss definitiv reichen. Wie sieht es denn hier oben aus? Sind wir da? Oh ja, da sind wir jetzt vollzählig. Und wir marschieren. Und dann können wir auch dort die Kirche bauen. So, und hier brauchen wir uns jetzt überhaupt nicht mehr drum kümmern. Das haben unsere Verbündeten alle im Griff. Und mit der Armee... Ja, jetzt können wir Krieg erklären. Jetzt können wir den nächsten Krieg erklären. Wir sind vom Gelände weg. Krieg erklären 24. Na, das ist doch überschaubar. Okay, damit ist der Krieg erklärt. Und was ist das hier? Das ist Nanbu. Wir marschieren hier rein mit den 6000 hier in Musa. Jo. Und dann haben wir oben noch zwei Ländereien. Vielleicht kriegen das unsere Verbündeten ja hin. Ja, die heben natürlich da aus, ganz klar. Müssen wir aufpassen. Die haben natürlich auch noch Soldaten. Aber mit den 5000 müssten wir eigentlich klarkommen. Gut. Okay, hier läuft das alles nach Plan. Wäre schön, wenn unsere Verbündeten jetzt mal hier vielleicht hier agieren könnten. Das würde jetzt hilfreich sein. Hm. Na gut, erstmal nicht. Offenbar. Die hauen ab. Wann sind wir da? 27. Die werden fliehen können. Ja, so ist das eben. Oh ja, sie ziehen nach Süden. Das ist gut. Wir haben hier die Belagerung am Start. 4, das ist die einzig relevante Gegenarmee jetzt, 6600, die jetzt in unser Gebiet zieht. Da müssen wir aufpassen. Hier sind Gegner. Und da sind Gegner, okay. Die ziehen hier natürlich bei uns vorbei. Naja, gut. Ich hoffe, die Verbündeten werden da ihr Ehriges tun hier. Gut, hier kommt es sogar schon zur ersten Schlacht. Das ist sehr schön. Gegen eine deutlich schwächere Armee. Da sollten wir keine Probleme haben. Unser Clanführer persönlich ist beteiligt. Jawohl. Sieg 478. Na gut, das war nicht ganz so spektakulär. So, wie sieht es hier oben aus? Hier ist die Schlacht gegen die Shintoisten im Gange. Okay, hier, Hatta ist bald Geschichte. Ich glaube, wir können uns hier direkt sogar aus Iwaki zurückziehen. Naja, lassen wir das nochmal laufen. Aber die Armee steht uns auch bald zur Verfügung. Gut, hier, die machen uns Sorgen, die 6500. Und da werden nochmal 1000 dazukommen. Aber vielleicht sind da mal die Verbündeten ein bisschen hilfreich. Das wäre sehr schön. Was ist hier los in Murayama? Achso, da läuft noch die Schlacht. Das können wir direkt jetzt auch mal abwarten. Und wir sind... Was? Wir sind irgendwo angegriffen worden. In Iwaki. Das müssen wir uns gleich angucken. Auf jeden Fall haben wir das gewonnen. Und wir können jetzt endlich die letzte Kirche bauen. Und dann haben wir da alles, was wir tun können. Jetzt ist die Frage... Ich glaube, die sind so weit von der Front entfernt. Die werden wir... jetzt erstmal wieder entlassen. Und hier habe ich irgendwas verpasst. Wir wurden in Iwaki angegriffen. Ach so, von 161. Na, das ist ja lächerlich. Ja, ihr seht, wie schnell das hier geht mit den Hatas. Wahnsinn. So, wie ist denn jetzt eigentlich unser Stand? 134 machen wir im Jahr. 8. Wie viele Armeen haben wir? 15.000. Ja, das ist okay soweit. Hier sind jetzt schon wieder Verbündete, die belagern. Das heißt, wir können hier eigentlich abhauen. Wir können hier abhauen und vielleicht hier in Richtung Norden marschieren, um da den Gegner tendenziell zu stellen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vielleicht sollten wir hier auch noch ein bisschen was in der Nähe ausheben. In Tone geht es nicht, hier oben auch nicht, hier oben auch nicht. Alles... hier könnten wir ein bisschen was, immerhin 1000.
Oh ja. Und in Haga. Sehr schön. Reicht das schon? 5000, 8000? Naja, gehen wir mal auf Nummer sicher. In Makaba auch noch. Gut. Die sammeln wir alle in Seta. Plus die 5000. Und dann sollten wir dort den Gegner besiegen können. Sehr schön. Sind 1000. Die werden hier gleich auch Kuhi überrennen, das ist klar. So, weiter geht's. 8000 sind da jetzt schon, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Moninori ist nochmal Daimyo geworden, ja klar. Unsere Verbündeten, die bekommen jetzt richtig viel Terrain. Weil wir denen immer die Belagerung überlassen. Wir sind irgendwo angegriffen worden. Das ist schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo ist denn unsere Hauptarmee jetzt? Hm, ach, die ist schon hier. Hm, das ist doof. Das ist sehr doof. Müssen wir nochmal kurz abbrechen und versuchen hier zur Hilfe zu eilen. Auf jeden Fall ist Katsuchiko schon in unsere Hände gefallen. Boah, die erstürmen da alles. Es ist der reine Wahnsinn. Und eigentlich können wir hier wahrscheinlich auch abhauen. Komm, das machen unsere Verbündeten, ne? Ich glaube, die brauchen wir gar nicht da, die Armee. Ich frage mich überhaupt, was wir hier noch machen. Das klären ja alles unsere Verbündeten. Wir ziehen jetzt einfach mal hier runter. Ne? Diese 750 bleiben da. Ne, das reicht noch nicht. Dann bleiben wir noch da. Oder kommt die jetzt in den Norden hier? Ja, die kommen in den Norden. Naja, warten wir es mal ab. So, wir haben die Schlacht gewonnen. Sehr schön. 300 gegen 1300. Prima. Das ist gut. Okay, dann könnt ihr doch alle mal nach Seta weitermarschieren. Denn das ist hier noch der letzte Vorposten des Gegners. Oh, jetzt geht es aber wirklich gut voran. Wir haben schon 17%. Jetzt gewinnen wir wirklich. Und eine nächste christliche Kirche ist gebaut worden. Sehr schön. So, bloß mal zusehen, dass hier alle unsere Armeen im Blick haben. Oh, und wir haben schon wieder Ninjas. Oh, verdammt. Die sind ja wirklich geschicklich. Wie sieht es denn aus bei den Hosokawas? Muss ich doch nochmal gucken. Ist der endlich gestorben? 70 ist der. Und der Nachfolger? Der ist 49. Okay, da lohnt sich tatsächlich jetzt ein Angriff. Dann gucken wir mal, wo der sich befindet. Nee, hier. Ort. Zoomen wir nochmal ganz nah ran. Ort ansehen. Hier? Das ist der, ne? Hosokawa Motosuke. Genau. Gut, da schicken wir die Mission hin. Charakter an einem anderen. 25 kostet das. Egal. Ist jetzt unsere einzige Chance. Und wo haben wir ihn? Der war doch 49. Da haben wir ihn. Motosuke. Den wollen wir ermorden. Kostet 25. So, bessere Ninjas gibt's nicht. Daumen drücken. Das ist überhaupt unsere einzige Chance hier noch, um was zu leisten. So, wenn die 2250 da sind, dann werden wir angreifen. Und zwar mit unserem besten Mann, Nanbu Manabu, gegen 6500. Ja. Das ist alles soweit unter Kontrolle. Ha, das ist in dieser Phase einfach so, man muss einfach nur ein Ziel definieren und dann kommen die ganzen verbündeten Armeen und überrennen den Gegner. Das ist auch schon irgendwie lustig. Wo ist denn hier eine... Achso, ja, das ist die feindliche Belagerung, aber die ist jetzt schon vorbei. Wow, was für ein krasser Sieg. 1800 gegen 6500. Jetzt lohnt sich das Ganze richtig. So, wir marschieren nach hierhin, nach Usui, um hier die Belagerung durchzuziehen. Und da, glaube ich, können wir jetzt abhauen. Das überlassen wir auch den Verbündeten und wir gehen dann mal hier runter. Und hier sind jetzt 36.000 Mann, die nichts zu tun haben.
Jetzt ist fast schon überlegen, ob wir den nächsten dem Krieg erklären. Vielleicht den Mariazus. Die sind noch mit den Uisubis im Krieg. Ich glaube, das sollte unser nächstes Ziel sein, oder? Wir müssen jetzt einfach Ziele definieren, obwohl wir haben jetzt 40 Ehre. Das ist schlecht. Wir brauchen mehr Ehre. Wir haben jetzt keine Schreine mehr. Das ist schlecht. Wir vergeben auch keine Lehen mehr. Das bringt ja auch immer noch ein bisschen Ehre, weil wir diese Belagerung nicht haben. Was machen wir da jetzt? Wie viel würden das kosten gegen Mariazu? Krieg erklären würde 24 kosten. Boah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir brauchen ein bisschen Ehre. Da können wir vielleicht noch nachher diese komischen anderen Aktionen machen. Wo war das nochmal? Hier. Geschenk an den Kaiser schicken. Da kann man für Geld Ehre bekommen. Geld kriegen wir im Moment genug. Ja. Also ich sollte auf jeden Fall über, glaube ich, über 25 oder so Ehre haben. Sonst wird es problematisch. Oh, und es wurde, hat wieder nicht geklappt. Trotz Stufe 9 konnten wir diesen Typen nicht töten. Ey, es ist wirklich ein bisschen frustrierend, muss ich mal sagen. Das klappt so gut wie nie. So, bis hier sind jetzt übrigens schon die Hosokawas. Bis hier. Wir haben bald eine Grenze. Wenn wir die beiden Usui-Provinzen haben, dann haben wir eine Grenze zu Hosokawa. Und dann wird's lustig. Aber was ist das denn hier? War das schon immer? Yamana? Oder haben sie sich losgesagt? Ich weiß es nicht. 44%. Da hat sich nichts verändert. Aber wir haben 17. Wir sind jetzt wirklich schnell gewachsen. So, wir belagern hier. Ich will aber dann nochmal ein bisschen die Armee teilen. Ah, ich hätte auch halbieren können. So, machen wir das. Und die zieht weiter. Reicht das? 3800? Ja, reicht. Okay. Gut. Die Kämpfe werden wir locker gewinnen. Das ist klar. Ich frage mich, was machen unsere ganzen Verbündeten hier? Alle auf einem Haufen. So clever ist das auch nicht. Ja, wir werden das jetzt tun müssen. Wir werden Geld jetzt gegen Ehre einsetzen. Das hilft nichts. Was ist jetzt... 60 gegen 40, 30, 4. Hofrang, das ist natürlich auch eine nette Sache. Aber im Moment dauert das zu lange. Hofrang für unseren Sohn ist jetzt nicht entscheidend. Wir müssen das jetzt erstmal so machen. 30 Gold gegen 2 Ehre. Machen wir mal. 42. 24, ja, ich glaube, das reicht schon. Wir dürfen diesen Malus nicht bekommen, das ist entscheidend. Also, Krieg erklären. Auf geht's. Ich werde jetzt erstmal in der Richtung gar nichts unternehmen. Oh, wir haben 18. Da habe ich ja nicht richtig gut gerechnet. Jetzt haben wir einen Malus. Niedrige Ehre. Jetzt müssen wir auch schnell neue Ehre bekommen. Das werden wir tun, indem wir... Nee, das können wir jetzt gar nicht. Zuschüssen, das dauert jetzt. Ja, es gibt jetzt schon anderen Anwärter und sowas alles. Schlecht. Die niedrige Ehre ist jetzt ein Problem. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier selbst hier nicht ein Ei gelegt habe mit dieser Aktion. Aber wir brauchten ja jetzt einfach Ziele für diese riesigen Armeen, die hier sinnlos durch die Gegend stromen. Und jetzt haben sie ein Ziel, nämlich zum Beispiel Soma. Ja... Ich frage, ob wir nicht auch ein gutes Ziel abgeben, aber das werden wir sehen. Hier ist natürlich das Hauptgebiet. Was haben wir hier? Ein erwachsenes Kind an unserem Hof hat keine Gemahlin. Okay,
darum müssen wir uns natürlich kümmern. Diplomatie spielt jetzt ehrlich gesagt kaum noch eine Rolle in dieser Situation. Muss man einfach mal so sagen. Verbündete brauchen wir nicht mehr. Mit den Hosokawas werden wir keinen Frieden schließen. Das bringt auch nichts. Insofern müssen wir unseren Sohn einfach nur sinnvoll verheiraten. Aber das machen wir beim nächsten Mal, liebe Freunde. Dann geht's weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.